Den Stimmklang selbst kennenzulernen und kennenzulernen, wie der Stimmklang eigentlich mit dem Körperhören zusammenarbeitet, dass der Stimmklang eigentlich ein Abbild unseres Körperhörens ist. Das wollen wir uns eigentlich auf dem Lauf irgendwie erarbeiten. Und dass ich so dann eigentlich immer genau abchecken kann, bin ich jetzt völlig in meine Umgebung eingetaucht oder versuche mich gerade davor zurückzuziehen. Und im Stadtverkehr ist eigentlich das Übliche, dass wir uns eben eigentlich normalerweise immer zurückziehen, dass wir uns eben ein bisschen meistens einschränken, dass wir unser Körperhören irgendwie versuchen abzuschalten, dass wir unsere Ohren abschalten und so weiter und so fort. Und das versuchen wir natürlich mit diesen Walks ein bisschen aufzuweichen. Ich habe am ersten Tag einen Blind Zone Walk gemacht, der das Ganze extrem einfach vertieft und unterwandert. Und gestern haben wir einfach auch durch die ganzen Veränderungen und Verzerrungen der Hörperspektive auch angefangen, das aufzuweichen sozusagen und uns neugierig zu machen, einfach hinzuhören. Und heute wollen wir eben mit dem ganzen Körper hinhören, also es ist nochmal eine Intensivierung sozusagen. Einfach das Feedback über unseren Kontakt zur Umgebung. Also die Stimme ist sozusagen unser Feedbackgerät. Die zeigt uns immer, wie wir in Beziehung sind. Also wollen wir uns mehr zurückziehen, wollen wir mehr in Kontakt treten. All das kommt durch die Stimme durch. Ich kann mich eben dabei fragen, also was höre ich an Qualitäten aus dem Raum, was höre ich an Qualitäten, die von draußen kommen und was höre ich aus meinem eigenen Körperinneren. Da kommt schon eine ganze Menge so zusammen. Wir werden hier ganz verschiedenen Arten von Rauschen auch begegnen. Und dieses Rauschen eben überhaupt in der Umwelt, eben ob das Rauschen von Naturgeräuschen ist, also werden uns sehr viel zwischen Ruhe und Verkehr aufhalten, werdet ihr merken, also was das Rauschen mit der Stimme macht. Also wie es sie zum einen beflügelt und wie es sie aber zum anderen auch maskiert.